Das ist aktuell der beste und schnellste Money Glitch in GTA Online. Aber bevor wir mit dem Video anfangen, würde ich erst mal zu bitten, einen fetten Like fürs Video dazulassen. Und rein theoretisch ist dieser Money Glitch auch solo. Aber fangen wir einfach mal direkt an. Was braucht ihr für diesen Money Glitch? Für diesen Money Glitch braucht ihr erstmal einen Bunker inklusive MOC. Im dritten Abteil, Leute, des MOCs braucht ihr ein Lager für persönliche Fahrzeuge. Und im Lager für persönliche Fahrzeuge braucht ihr das Fahrzeug, was ihr euch hier duplizieren wollt. Und nein, Leute, das Auto, was ihr euch duplizieren wollt, braucht kein, ich wiederhole nochmal, kein eigenes Kennzeichen. Und das ist richtig geil. Gut, was braucht ihr sonst noch für diesen Glitch? Ihr braucht für diesen Glitch auch eine Autowerkstatt. Und in der Autowerkstatt sollten Fahrzeuge drin stehen, die für diesen Glitch verloren gehen können. Also am besten kostenlose LGs in der Autowerkstatt. Und jetzt könnt ihr es theoretisch solo machen, den Money Glitch. Oder ihr macht es jetzt mit einem Freund. Denn ihr braucht jemanden, der in der Sitzung ist, die gleiche Autowerkstatt hat wie ihr und in seiner Autowerkstatt drin ist. Ne? Also sprich, ihr geht Open Lobby, sucht jemanden, der das hat. Möglich, da braucht ihr auch schon gut Glück, um das zu finden. Oder ihr macht das mit einem Freund, diesen Money Glitch, der wie gesagt die gleiche Autowerkstatt hat wie ihr und in der Autowerkstatt einfach nur chillt. Gut, in meinem Fall mache ich das halt mit einem Freund, denn wie gesagt, wie wahrscheinlich ist das. Und wir fangen einfach an mit dem Money Glitch. Denn als erstes seid ihr einfach in irgendeiner GTA Online Sitzung. In meinem Fall habe ich diesen Glitch in einer Freundessitzung aufgenommen. Dann fahrt jetzt zu eurer Autowerkstatt. Seid ihr eure Autowerkstatt angekommen, dann bestellt ihr jetzt euren MOC zu euch. Habt ihr euren MOC, packt jetzt euren MOC wirklich so nah wie möglich an eure Autowerkstatt. Und ganz wichtig, wenn ihr aussteigt, sollte der Blaupunkt sichtbar sein. Also sprich, in meinem Fall habe ich jetzt hier an der Seite geparkt, da parkt er gut und stört den Verkehr nicht. Gut, habt das Ganze gemacht, dann geht es einfach in eure Autowerkstatt rein und holt ein Fahrzeug raus, was für diesen Glitch verloren gehen kann. In meinem Fall benutze ich ja hier diese kostenlosen LEGs. By the way, Leute, achtet mal aufs Nummernschild vom LEG. Merkt euch das einfach mal für später, ihr werdet gleich sehen, warum. Seid ihr draußen angekommen, steigt ihr aus, öffnet das Instruktionsmenü und lasst das Fahrzeug wieder einlagern. Habt das Fahrzeug eingelagern lassen, dann geht ihr jetzt im Interaktionsmenü zu eurem MOC und bestellt jetzt das Fahrzeug raus, was ihr duplizieren wollt. Übers Interaktionsmenü wohlgemerkt. Ist das Fahrzeug angekommen, dann steigt ihr ein und fahrt jetzt mit dem Fahrzeug, was ihr duplizieren wollt, in die Autowerkstatt rein. Wichtig, ihr fahrt jetzt nicht in eure Autowerkstatt rein, sondern in die Autowerkstatt von eurem Freund. So, seid ihr in der Autowerkstatt drinnen von eurem Freund, dann geht ihr einfach wieder raus. Ihr müsst hier nichts ändern oder sonst irgendwas kaufen. Ist nicht notwendig. So, jetzt kommt ein kleiner Timing-Part. Achtung, Leute. Sobald wir draußen spawnen, Leute, müssen wir sofort zu unserem MOC fahren, denn wir haben nicht wirklich viel Zeit. Denn ihr werdet merken, dass sich das Nummernschild ändern wird von unserem Easy. Denn der Easy übernimmt den Nummernschild vom Fahrzeug, was für diesen Glitch verloren gehen kann. In meinem Fall war es halt dieser LG. Wenn wir bei MOC ankommen, drücken wir rechte Pfeiltaste und spammen X, was das soll. Ihr müsst richtig spammen, Leute, in der Hoffnung, dass ihr reingezogen werdet ins MOC. Und wenn ihr drinnen seid, Leute, BOOM! Das Fahrzeug ist gespeichert und dupliziert. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt so, hä, wo steht jetzt denn mein originales Fahrzeug? Naja, steht auf diesem Stellplatz, wo der LG steht. Wie krass ist das denn? Und das Coole ist, ihr könnt einfach direkt weiter duplizieren. Das bedeutet, ihr geht raus, holt es wieder in LG, lasst ihn wieder einlagern, bestellt wieder das Fahrzeug aus dem MOC über das Interaktionsmenü und macht weiter und weiter und weiter, bis eure ganze Autowerkstatt einfach nur voll ist mit voller Duplikaten. Wie geil ist das denn? Aber jetzt die wichtigste Frage, was bringt denn jetzt hier so ein Duplikat? Naja, in meinem Fall bringt jetzt hier ein Duplikat ca. 1,5 Millionen GTA-Dollars, aber diesen Easy wären theoretisch bis zu 1,8 Millionen pro Duplikat möglich. Und mal ganz im Ernst, Leute, pro Duplikat braucht ihr ca. 3 Minuten. Mehr nicht. Wie geil ist das denn? Deswegen, Leute, vergesst mich nicht zu abonnieren für den nächsten krassen GTA-Glitch. Aber ich bin raus, euer Bombard. Ciao!